Patat Doi Gong Mu. Das ist oben auf dem Berg. Und es ist 5:30 am Morgen. Wir sind 4:45 aufgestanden. Die Mönche sind noch bei der Morgenrezitation. Und das Ganze erinnert mich ein bisschen was. Schaut mal. Hier gibt es die Laternen in Sternform, die Lichter. Das Ganze erinnert mich ein bisschen an Deutschland und an Weihnachten. Die Mönche sind nach vorne bei der Rezitation, da wollen wir natürlich nicht stören, deswegen gehen wir jetzt ein bisschen davon weg. Und warum sind wir hier so früh hochgekommen? Weil wir gerne den Sonnenaufgang sehen wollen. Das ist der Platz hier, der sehr bekannt ist für den Sonnenaufgang, für den Blick auf die Stadt. Und also Sonnenuntergang, Sonnenaufgang sollte man sich unbedingt von hier aus ansehen, haben wir gelesen. Dann haben wir gedacht, okay, gut, eh alles Frühaufsteher, dann fahren wir hier hoch und gucken uns das Ganze mal an. Ich hätte hier ein bisschen Film im Kloster, aber wie immer in den Klöstern bin ich natürlich auch ja entsprechend respektvoll. Wie gesagt, vorne wird noch gebetet. Das ist jetzt nichts, wobei ich stören möchte. Da kann man mal vorsichtig drüber gucken, irgendwie über eine Ecke oder so, aber ja. Ja, das ist hier alles ganz süß gemacht. Ich werde euch ein paar Eindrücke einfangen. Da liegt noch Nebel über der Stadt. Ist es Nebel oder Rauch? Ich weiß es nicht. Und ihr kriegt jede Menge Bilder von mir. Und je heller es wird, je mehr Bilder werden es werden. Kurven. Wir waren abends noch in der Notaufnahme und haben etliche junge Pharangs, Ausländer gesehen, die sich da ihr Pai-Tattoo abgeholt haben. Also Schürfwunden, Knochenbrüche, Motorradunfälle. Leute, das ist keine Strecke für ungeübte Fahrer. Der Sonnenaufgang hier ist wirklich spektakulär. Wir haben erst gar nicht gesehen, dass diese wunderbare Bergkulisse da ist. Drohne fliegen ist natürlich nicht dran zu denken, denn es gibt ja hier unten einen Flughafen. Da ist eine No-Fly-Zone zu Recht. Aber das ist so schon wirklich, wirklich toll hier oben. Kann ich nur empfehlen, Myeong Son, Thailand. Tolles Fleckchen Erde, wunderschöne kleine Stadt. Wir haben gestern Abend nach unten am See ein bisschen was gegessen und ein Bierchen getrunken. Hat ganz viel Charme hier und ist wirklich reisewert. Jetzt ist mittlerweile schon nach 7. Hier ist jede Menge los. Alles voll mit Touristen, thailändische und ausländische. Und Sopar und ich fahren jetzt noch auf den Markt von dem Longnecks. Also das ist einer dieser Stämme, die schon lange, lange hier oben leben. Thai Yai sagen die Thailänder. Also ja. Und da gehen wir dann auf den Markt. Der Guido ist runter, der ist noch duschen, auschecken. Der wollte auch noch in die Apotheke. Und den treffen wir dann nachher wieder und dann essen wir eine Kleinigkeit und dann fahren wir weiter Richtung Pai. Das soll wohl heißen, nicht mit den Kühen spielen. Finger weg. Ihr seht uns am anderen Ende von dem Dorf, wo dieser Longneck Market ist. Wir sind durch das Dorf durchgefahren, da war nämlich kaum ein Mensch.
Da war noch alles am Schlafen, alles ruhig. Und man hat zwar gehört, in der Landwirtschaft wurde schon gearbeitet, aber das, was Sopar wollte, dieser Markt unten, da war noch gar nichts. Sind wir einfach ein Stückchen durchgefahren, immer der Nase nach, irgendwo einen Berg hoch. Und dann habe ich ein bisschen Drohne fliegen lassen, haben wir gesagt, okay, dann schauen wir uns das Ganze von oben an. Diese Holzstapel hier, die wurden von Frauen zusammengetragen, auf dem Rücken in so Körben, die seht ihr gleich noch. Also da ist wirklich noch, ja, das ist wie vor 200 Jahren in Europa, denke ich mal. Seht ihr ihn hier in diesem Steilhang, wird Mais angebaut. Da hinten steht auch jemand und arbeitet. Man kann es jetzt einigermaßen erkennen. Was meint ihr, was das körperlich schwer ist, in solchen Lagen die Hacke zu schwingen? Da sind die Frauen, die kamen also während wir da standen und geflogen sind, ständig an und brachten neues Holz aus dem Grundstück raus auf ihrem Rücken. Auch das natürlich schwerste körperliche Arbeit. Bei aller Romantik, das ist schon auch hartes Leben hier. Wir sind dann wieder runtergefahren ins Dorf. Schaut mal hier, so Pfoten sind da ganz normal reichlich vorhanden. Möchte gar nicht wissen, wie man da durchfahren soll in der Regenzeit. In dem Dorf selber war aber nicht wirklich viel los. Opa hat dann mit dem einen oder anderen gequatscht und es stellte sich dann raus, im Moment nicht so viel Touristen da. Da kommen die wenigen Longneck-Frauen, die wirklich noch diese Ringe um den Hals haben, ein bisschen später. Ja, und der ganze Markt wird auch erst später aufgebaut. Die jungen Leute haben das auch nicht mehr. Es sind also wirklich nur noch einige ältere Damen, die das da aus traditionellen Gründen haben. Die sitzen dann da als Fotokulisse, lassen sich natürlich auch ein bisschen dafür bezahlen. Und damit lockt man eben die Leute da in dieses abseits gelegene Dorf. Es ist wirklich ein paar Kilometer weg von der Stadt. Ja, wir sind dann direkt hier hingefahren in die Emergency, denn als wir raus sind aus dem Dorf, hat dann mein Handy pling gemacht. Ich hatte Nachricht von Guido, der hatte so hohen Blutdruck, dass der Apotheker gesagt hat, er kriegt kein Blutdruckmedikament, der soll jetzt mal in die Apotheke, ins Krankenhaus fahren. Und er hat dann so ein sofort wirkendes Medikament bekommen, was das einfach wieder runterbringt. Der hatte nämlich hier bei uns seine Blutdrucktabletten vergessen. Dann liegst du da eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, kriegst ein Medikament und wenn der wieder einigermaßen grün war, ist, kannst du wieder gehen. Diesmal waren sie so nett und haben ihm einfach für den nächsten Tag, damit er wieder zu uns hier nach Hause, zu seinen Tabletten kommt, ein bisschen mehr mitgegeben. Das heißt, er konnte dann da später morgens selber was nehmen. Und wir sind auch wieder gut zu Hause angekommen. Aber in der Emergency, ich habe es ja eben schon kurz angesprochen, bin dann auch mit einem jungen Mann ins Quatschen gekommen. Ja, ob ich mal irgendwie fragen könnte, ob er am nächsten Tag wieder mit raften könnte. Ich sag, Kollege, hey, du hast dich heute mit dem Moped auf die Nase gelegt. Bist hier, weil du von 2 Jahren eine OP hattest und nicht sicher bist, ob alles in Ordnung ist. Und denkst schon wieder drüber nach. Ich sag, bin zwar nicht dein Vater, aber ich könnte es vom Alter her sein. Ich sag dir jetzt mal, du machst morgens gar nichts. Du bleibst morgen lange liegen, pennst lange und dann setzt du dich irgendwo auf den Stuhl in die Sonne mit einem Kaffee, von mir aus auch mit einem Joint und lässt den lieben Gott einen guten Mann sein und mach mal Pause und hör mal in dich rein, wie es dir geht. Also, da waren so viele, auch junge Mädels, alle mit Pai-Tattoo, ne, alle mit Hautabschürfung. Da waren aber natürlich auch ältere Leute aus Thailand, die da wirklich Hilfe brauchten. Eine junge Mutter war da mit 2 kleinen Kindern. Und die mussten alle ewig lang warten, weil die ständig dabei waren, irgendwelche Pharynx zusammenzuschrauben. Also, boah, Leute, das muss doch nicht sein. Ist doch wirklich nicht nötig. Also meine Bitte an alle, die hier hinkommen, A, eine vernünftige Reisekrankenversicherung, dann braucht ihr auch nicht hier in dieses Government Hospital rein, weil da die Thailänder, die da sind, haben keine Wahl, die können halt nur dahin. Ne? Und wenn ihr euch dann irgendwo auf die Nase legt, also da oben gibt es halt nur das eine, aber wenn es halt woanders ist, dann lasst euch in eine Privatklinik bringen. Das zahlt eure Versicherung, ihr werdet euch auch wohler fühlen und ihr nehmt die Kapazitäten nicht für die Leute, die es wirklich dringend brauchen. Also da oben waren echt Leute, denen ging es dreckig mit Kopfwunden und ja, wie gesagt, die Mutter mit einer riesen Kniewunde, die hatte sich offensichtlich mit einem Messer oder was beim Arbeiten verletzt. Ja, aber die Ärzte waren ständig zugange mit irgendwelchen jungen Europäern, die aus Leichtsinn sich hier auf so einer Strecke mal eben auf die Nase gelegt haben.
finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dolle. Vielleicht lasse ich jetzt auch gerade zu sehr den Moralapostel raushängen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr das seht. Aber bitte wie immer, bleibt sachlich und höflich. Danke. Streckenmäßig ist das gar nicht so weit von Myeongseong nach Pai. Aber das dauert seine Zeit. Zum einen, weil die Straße, habe ich ja gerade mehrfach erzählt, sehr kurvenreich ist. Zum anderen, weil man ständig an solche gigantischen Viewpoints kommt. Bahn Luk Khao Lam Viewpoint. Wir sind ungefähr 60 Kilometer vor Pai. Wunderschöner Viewpoint hier. Man kann fantastisch weit gucken. Und wir müssen mal den Hintern lüften, einen Schluck Wasser trinken. Und dann geht es gleich ganz gemütlich weiter. Ich sitze hier an einem wunderhübschen kleinen Bach, kurz vor Pai. Ich glaube, wir haben noch, was haben wir noch? 10 Kilometer, 8 Kilometer, mehr ist es nicht. Und wir haben uns ein bisschen was zu essen bestellt. Ganz nettes Café am Straßenrand, niegelnagelneu. Und Preise ganz human, 40 Baht für ein Pad Thai oder so, kannst du nichts sagen. Und man sitzt unter solchen Zeltplanen unmittelbar am Wasser hier. Und ich finde das richtig schön. Guido, wie findest du das denn? So ein paar, wie findest du das? Ja. Guck mal, so ein paar hat ein neues. Was ist das denn? Eine Jacke? Nee. Bluse? Genau. Und wir haben auch schon Gesellschaft. Und hier bauen sie gerade eine Brücke aus Bambus über diesen Fluss. Wahrscheinlich sollen drüben auch noch Tische und Stühle hin, vermute ich mal. Sehr, sehr schön gemacht. Meine Frau mag keine Hunde. Aber die Hunde mögen meine Frau. Warum? Meine Frau hat was mit Huhn. Man hat die Hunde probieren lassen. Großer Fehler. Jetzt guck nicht so unauffällig weg. Ich weiß genau, dass du doch spekulierst, noch was zu kriegen. Genau. Hallo und guten Abend aus Pai. Wir haben es geschafft. Wir sind gut angekommen hier im Diamond City Hotel. Einfache Zimmer, 900 Baht pro Nacht. Da hätte man sicherlich was Besseres für einen günstigeren Preis finden können. Wir hatten aber keine Lust, jetzt noch stundenlang rumzusuchen. Weil wir wollen ja noch ein bisschen was von der Stadt sehen. Wir sind hier gegen 2:30 angekommen, haben uns dann erstmal eine Stunde hingelegt. Wir sind ja heute Morgen ganz früh aufgestanden. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen in die Stadt. Walking Street, Innenstadt, Fußgängerzone. Ich gucke mal, ob ich noch ein T-Shirt kriege. Ich habe mir nämlich ein Loch in das hier gerissen. Und so ein paar muss noch mal in die Apotheke. Die hat irgendwas im Auge. Gucken, ob wir eine Augendusche kriegen. Ja, und da werden wir mit Sicherheit noch irgendwo einen Hopfen, Kaltschorle schlürfen und ein bisschen was knabbern, was essen. Groß brauchen wir alle nichts mehr. Wir haben ja auf dem Bienenweg gegessen, aber ja, eine Kleinigkeit geht immer. Also wir nehmen euch natürlich mit am Abend durch Pai. Thank you.
nicht nur den Guido war das Ganze ein bisschen viel, mir auch. Ich glaube, wir haben das Durchschnittsalter da deutlich nach oben getrieben. Viel junges Volk, die hatten Spaß, ist auch gut so. Für mich ist es nichts, muss ich ehrlich sagen, muss ich nicht nochmal hin. Also die Fuzo da, das ist schon, ne. Gut, im Krankenhaus hat der Guido Medikament bekommen. Nach einer halben Stunde Ruhe ging es wieder, konnten wir wieder losziehen. Und wie es dann weitergeht, seht ihr im nächsten Teil. Bis dahin, seid nett zueinander. Ich bin raus, macht's gut, tschüss.